Maximilian Lercher von der SPÖ ist jetzt der nächste Redner. Sie sind ein konstruktiver Diskussionspartner, auch im Ausschuss. Das wenige Male, wenn der Bautenausschuss tagt, haben wir mit Ihnen eine gute Diskussion. Und ich glaube, das sollte man auch hier im Parlament so anerkennen. Fakt ist aber, und da muss ich Ihnen schon widersprechen, wir brauchen im Wohnbereich keine Unterstützungen mehr. Wir brauchen in Wahrheit jetzt ein Einfrieren der Mieten, weil es meiner Meinung nach dort Gefahr im Verzug gibt. Wenn die Regierungsparteien nicht einlenken, werden die Richtwertmieten dieses Jahr um weitere 8,6% steigen, nachdem 2022 schon um über 6% angepasst wurde. Das betrifft 1 Million Haushalte, meine sehr verehrten Damen und Herren, denen ihr Grundbedürfnis Wohnen eigentlich unleistbar gemacht wird. Und diese Leute, die verlangen zu Recht von uns keine Unterstützung, die wollen Maßnahmen, die nur der Bund treffen kann, indem man eingreift, wo der Markt anscheinend, wo die gesamte Immobilienwirtschaft nicht mehr funktioniert. Und ich sage es Ihnen ganz offen und ehrlich, ich rede immer gern von Wien. Warum diskutieren wir denn über Wien? Weil die Stadt Wien sozialdemokratisch geführt Wohnungen geschaffen hat. In euren Städten gibt es die ja gar nicht. In euren Städten gibt es die Gemeindewohnungen ja gar nicht. Weil es gar nicht an den Zaumann gebracht habt. Und jetzt möchten alle über die Stadt Wien diskutieren. Es ist der falsche Weg, Stadt und Land gegeneinander auszuspielen. Das ist der falsche Weg. Das ist es. Da tut ihr teilen und spalten. Fakt ist, der Bund ist zuständig, der Bund muss liefern, die ÖVP ist nicht bereit. Das ist es. Wenn Spenderinnen und Spender kommen, dann wird ein Gesetz in Sekundenschnelle verändert. Aber wenn es Millionen von Bürgerinnen und Bürgern brauchen, tut ihr nichts. Tut ihr gar nichts. Ihr seid mit uns nicht bereit, über substanzielle Lösungen zu diskutieren. Ihr beruft ja in Wahrheit nicht einmal gescheit den Bautenausschuss ein. Im Ausschuss habt ihr uns noch signalisiert, die Ministerin, auch der Abgeordnete Singer, dass ihr wisst, dass es sich nicht ausgeht für die Mieterinnen und Mieter. Und heute stellt ihr euch her und lehnt wieder eine Maßnahme der Opposition ab. Aus parteipolitischem Kalkül. Aus parteipolitischem Kalkül. In Wahrheit haben sich die Mieteinnahmen der Immobilienwirtschaft seit 2000 und verdoppelt bis heute von 1,9 Milliarden auf 4 Milliarden. Wo geht denn der Gewinn immerhin? Der Gewinn geht zu den wenigen und die Lasten gehen auf die ganz normalen Leute, denen ihr nicht bereit seid zu helfen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir nicht nur das Einfrieren der Mieten vorgeschlagen, sondern auch für die Genossenschaftsmieten wieder die Wiedereinführung der Wohnbauinvestitionsbank. Letzte Sitzung abgelehnt worden. Es war ein schwerer Fehler unter Schwarz-Blau, die abzuschaffen, weil sie in den Bundesländern vor allem mit den Genossenschaftsmieten und Zinsanpassungen ein Riesenproblem gibt. Wir brauchen leistbaren Wohnraum, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir brauchen ihn. Und ich sage es ganz ehrlich, wir sind bereit für jegliche Lösung, Hauptsache sie hilft. Aber ich sage es Ihnen ganz offen, mit dem Grundbedürfnis Wohnen wurde viel zu lange zu Unrecht Gewinn gemacht. Das müssen wir beenden. Vielen Dank. Die Mieteinnahmen der Immobilienwirtschaft hätten sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt, kritisiert Maximilian Lercher von der SPÖ und unterstreicht damit die Forderungen seiner Vorrednerin Ruth Becher.